Im Kampf gegen die sich rasant ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus werden die Zugangsregeln für Restaurants, Cafés und Kneipen verschärft. Bundesregierung und Länderregierungschefs einigten sich am Freitag darauf, dass künftig bundesweit und unabhängig von den Infektionszahlen eine 2G-Plus-Regel gelten soll. Geimpfte und Genesene müssen dann einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischimpfung vorweisen. Nicht alle Länder wollen dabei allerdings mitmachen. Man müsse sich darauf vorbereiten, dass durch die Omikron-Variante die Infektionszahlen steigen werden, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach den Beratungen. Klar ist, Omikron wird uns noch lange beschäftigen. Und deswegen können wir auch keine Entwarnung für unser Gesundheitssystem aussprechen. Entschieden wurde auch, die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter zu verkürzen und zu vereinfachen. Kontaktpersonen werden danach von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind. Für alle übrigen sollen Isolation und Quarantäne in der Regel nach 10 Tagen enden, wenn sie sich nicht vorher freitesten lassen. Das geht nach 7 Tagen. Scholz appellierte eindringlich an alle, die noch nicht geimpft sind, dies jetzt nachzuholen.